Hallo und herzlich willkommen zu Goyax Weekly Video. Ich bin Jens Reiche. Der Aufwärtstrend ist intakt. Der DAX Trendcheck. Der DAX bleibt im Aufwärtstrend, auch wenn die Dynamik zuletzt etwas nachließ. Die 13.500 Punkte erweisen sich aktuell scheinbar als Unterstützung. Gut zu erkennen an der Unterstützungslinie, welche wir eingezeichnet haben. Sollte sich diese Unterstützung als nachhaltig erweisen, könnte es weiter aufwärts gehen und auch die 14.000 Punkte könnten kurzfristig wieder drin sein. Zunächst dürften die 13.750 Punkte anvisiert werden. Zum Chart der Woche. Mit der Otto 1 Group könnten wir hier einen Wert gefunden haben, der noch kräftig wachsen kann, da er sich, so hoffen wir, gerade in einer Erholungsphase befindet. In dem Bereich um 6,70 Euro scheint sich eine Unterstützungszone gebildet zu haben, die mehrfach getestet wurde. Nachdem diese nicht nachhaltig nach unten durchbrochen wurde, fassten die Anleger wieder neuen Mut und griffen zu. Die Aktie des Online-Gebrauchtwagenhändlers legte nun zu und durchbrach nun die 50-Tage-Linie nach oben nachhaltig und befindet sich weiterhin im Vorwärtsgang. Die 200-Tage-Linie wird bereits anvisiert. Ein kurzfristiger Durchbruch nach oben wäre ein weiteres positives Signal. Der Momentum-Indikator relative Stärke nach Levi bestätigt die aktuelle Kursstärke mit einem Wert von 1,16. Zur Erinnerung, ab dem Wert 1 wird Wachstum signalisiert. Dass die Aktie mal aus dem Tal herauskommt, wird auch Zeit. Das Allzeithoch bei 55,47 Euro in Frankfurt wurde bereits am ersten Handelstag erreicht. Danach kannte das Papier nur eine Richtung, abwärts. Nun könnte die Talsohle erreicht sein und es aufwärts gehen. Aus fundamentaler Sicht gab es für die Anleger zuletzt gute Nachrichten. Otto 1 gab jüngst bekannt, im laufenden Jahr noch stärker wachsen zu wollen. Wie die Berliner erklärten, werde der Jahresumsatz bei 6 bis 7 Milliarden Euro liegen. Zuvor war man von 5,7 bis 6,8 Milliarden Euro ausgegangen. Die Aktie gehört also mindestens auf die Watchlist. Zu den Terminen. Die Berichtssaison nähert sich dem Ende zu. Nächste Woche veröffentlichen noch Henkel, HelloFresh, Grand City Properties und Juniper ihre Geschäftszahlen. Von Konjunkturseite wird das Bruttoinlandsprodukt aus der Eurozone erwartet. In Deutschland schauen die Anleger außerdem auf die ZEW-Konjunkturerwartungen. Weitere Infos, Nachrichten und vieles mehr finden Sie in unserem Börsenbrief Goyax Weekly. Schauen Sie sich auch gerne einmal unseren Börsenbrief Goyax Premium an. Hier folgen wir einem regelbasierten Handelssystem. Die Infos hierzu sind in der Videobeschreibung verlinkt. Bleiben Sie besonnen und gesund. Bis nächste Woche.